Wer sind die Osman Germania? Was ist ihre Rolle, ihre Aufgabe und ihre Zielrichtung? Die Osman Germania sind eine türkisch-nationalistisch-islamistische Gruppierung, die Rocker-ähnlich aussieht, aber alles andere als eine Rocker-Vereinigung ist. Sie gilt gemeinhin als die Schlägertruppe des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland. Und ihre Aktivitäten müssen eingeordnet werden in den Bereich der organisierten Kriminalität hier in Deutschland. Inwiefern sind die Osman Germania Teil eines ganzen Netzwerkes der Türkei, um Türkei-Kritik in Deutschland zu unterbinden? Kurz nach dem Machtantritt der islamistischen Regierungspartei AKP unter dem Ministerpräsident damals Erdogan gab es eine Strategie, weltweit eine Minderheitenpolitik zu machen, eine neo-osmanische Nebenaußenpolitik. Dazu gehört es, ein Netzwerk überall aufzubauen. Und zu diesem Netzwerk gehört eben die Osman-Germania, die drei Hauptziele hat. Einmal ausspähen und überwachen, Bekämpfung von andersdenkenden Kritikern der türkischen Regierung. Dazu gehören vor allen Dingen Oppositionelle, Linke und Kurden. Sie haben als einzige Politikerin zahlreiche kleine Anfragen zum Osmania-BC in den Bundestag eingebracht. Warum? Ich halte dieses Netzwerk des türkischen Staatspräsidenten Erdogan in Deutschland für eine sehr, sehr große Gefahr für die öffentliche Sicherheit in Deutschland. Dieses Netzwerk ist eine unheilvolle Allianz aus Agenten, Trollen, Spitzeln, aber eben auch Imamen, die teilweise eben unterstützt werden von öffentlichen Geldern, von der Öffentlichkeit. Ich halte diese Vereinigungen nicht für gemeinnützig, sondern für gemeingefährlich. Sie stellen eine Gefahr für die freiheitlich-demokratische Grundordnung dar, zumal sie ja auch bewaffnet sind teilweise als Schlägerbanden des türkischen Präsidenten. Und insofern wollte ich darauf aufmerksam machen. Ich glaube, dass diese Gefahr lange Zeit nicht erkannt wurde. Und welchen Erfolg hatten Ihre Anfragen? Die Bundesregierung selbst hat ein enges Bündnis mit der Türkei. Da spielen geopolitische, geostrategische, aber auch wirtschaftliche Interessen eine wesentliche Rolle. Aber auch der Flüchtlingsdeal zwischen Merkel und Erdogan, der auch die Bundesregierung ja hier erpressbar gemacht hat. Und deshalb ist die Bundesregierung auf der politischen Ebene sehr abhängig von der türkischen Regierung und agiert dementsprechend auch. Aber wir haben einen großen Erfolg erzielt, das ist, dass in den Sicherheitsbehörden eine große Alarmstimmung herrscht bezüglich dieses Präsidentennetzwerkes hier in Deutschland. Was ist Ihre Forderung an die Bundesregierung? Na, dieses Netzwerk stellt eine große Gefahr für unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung dar. Und ich hoffe und fordere von der Bundesregierung, dass dieses Netzwerk hier zerschlagen wird, dass es nicht mehr gefördert wird, wie diese Moscheevereinigung DİTİB, die ja letztendlich nur eine Spitzelbehörde ist. Und diese Osmanen Germania müssen eigentlich verboten und aufgelöst werden in Deutschland. Ich frage mich, warum die Bundesregierung hier so lange wartet.